Na gut. Dann komm mal her, du dicker Raum. Also, wir mussten ein Kreuz hinbekommen. Also, zuerst da, da, da und da gelb. Richtig? Da. Okay. Dann wird er versuchen, da zu setzen. Hoffentlich. So, wo setzt er jetzt als nächstes? Da. Das ist ja auch vollkommen okay. Vielleicht setzt er jetzt hier einen hin. Bitte nicht da. Nochmal. Hä? Du resettest das Ganze doch? Ah, jetzt komisch. Na gut. Dann machen wir halt alles einmal voll. So, und resetten jetzt. Genau. Also, eins. Zip. Zwei. Aha, okay. Jetzt der Knackpunkt. Und er hat richtig gesetzt. Sehr schön. So, und geht auf. Nee, irgendwas anderes geht auf. Und zwar... Da. Jetzt nehmen wir dich mit. Drücken dich. Und müssen nochmal... Und jetzt müssen wir... Für euch ist es erst eine Folge her. Für mich ist es schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, wir mussten jetzt hier das Blaue hinbekommen. Und das können wir jetzt schon knicken. Also wir müssen jetzt ein Kreuz hinbekommen und nicht ein... X. Aber ich hätte schwören können, wir konnten es vorher anders resetten. Also wenn es angebrochen war schon. Wir mussten nicht jedes Mal ganz zu Ende spielen, obwohl wir eigentlich schon wissen, dass wir verloren haben. Etwas, was ich sowieso nicht wirklich mag. Wenn ich sehen kann, dass ich verliere oder gewinne, kann ich auch aufhören zu spielen. So. Also. Da. Was zur Hölle? Ich will mich doch ärgern. Na gut, ich erspare euch das ganze Rumgewusel hier mal und mache einen kleinen Zeitraffer, bis ich hiermit durch bin. Also, bis gleich. Ha, war doch kein Kreuz, sondern wieder nichts. Ja, hat mich mein Instinkt doch nicht getäuscht. Wenn ich mich auf meine Gedanken nicht verlassen kann, dann wenigstens auf mein Bauchgefühl. So, zack. Du machst die Tür auf und zu, genau. Also jetzt kamen die Dreher. Demnächst. Und die sind... Oh, Licht. Waffenkammer. Die hatten wir letztes Mal ignoriert, sind weitergegangen und dann kamen die Dreher, richtig? Jo, da waren Dreher. So, also gehen wir wieder zurück und machen diesmal doch die Waffenkammer auf. Hihi, stimmt, da war was. Wir können nicht einfach so zurück. Ja. Also wieder in den Dreher rein. Jetzt zurück. Ja, okay. Also, Armory. Du machst dann bitte Feuerschild. Auf. Oh, und der bei mir. Warum war das das Blitzschild, verdammt? Oh. Genau, reingestraft, sehr schön. Jetzt stirb. Also du hältst ein Feuerschild bereit, du einen Blitzstrahl. Ist der da eingesperrt oder kann er da raus? Der ist eingesperrt, sehr schön. Und der hier auch. Hallo. So, was haben wir? Armbrustbolzen. Nö. Blitzbomben. Schon besser, aber auch nicht so wirklich toll. Und überladen, dann ist doch mal was. Noch jemand hungrig? Oh ja, du isst das. Und die ganzen Notizen. Hat er genug Platz? Nicht so wirklich. Wir könnten die Kräuter umsortieren, aber das hier ist meine Friemelarbeit. Die Schleimbälle benutzen wir fast nie. Und das kann auch da rein. So,
Dann kannst du jetzt die Schriftrollen alle ihm geben. Und du gibst den Sack einfach ihm. Und du gibst das Essen wieder ihm. Gibt's ganz viel Essen erstmal ihm. Was ist da so Schweres drin? 0,3. Oh, 2,4 wiegt das. Oh ja, übel. Okay. So. Jetzt aber. Erstmal holen wir ihn hier raus. So. Du machst auch mal irgendeinen Zauber, damit du Erfahrungspunkte bekommst. So. Er hat jetzt zwar 0 Schaden gemacht, aber hat wenigstens einmal getroffen. Das heißt, er müsste Erfahrung bekommen. Gucken wir einfach mal. 92870 müsste da stehen. Jo, hat Erfahrungspunkte bekommen. Also man muss nur treffen, man muss keinen Schaden verursachen. Das ist schon mal eine nützliche Information. Lass hier alles kaputt hauen. Ein Iron Baskinet haben wir schon. Weg damit. Du aus Reflex haben wir mal aufgehoben. Schalter. Oh. Ja, das hätte ich mir irgendwie denken können. Ne? Feuerball. Ding, ding, ding. Au. Wir sollten bald mal schlafen. Oh, du hast was dabei gehabt. Okay, hätte ich doch fast übersehen. Oh, und eine Sache ist mir auch noch gerade eingefallen. Ein Zuschauerwunsch quasi. Dass wir doch mal wieder eine Fackel in die Hand nehmen sollen, weil das wesentlich bessere Dungeon-Stimmung ist. Und ja, doch. Ich mache noch kurz das Licht aus. Ja, weil vorher hat es vielleicht einen Blaustich gehabt. Venom's Edge, das klingt doch gut. Davon haben wir, glaube ich, so noch eins mit relativ viel Ladung. Und was war jetzt hier drin? Nix. Okay. Oh, noch ein Knopf. Noch ein Feuerelementar. Solange es nur eins ist, ist alles gut. Ting, ting, ting. Ting. Komm, ein Blitzstrahl, dann ist vorbei. Jo, wir sind aber auch gleich vorbei. Und Plattenbeinpanzer haben wir noch nicht. Damit ist unser Set fast komplett. Fehlt nur noch der Helm. Das wird langsam echt ein wenig schwer. Ja. Bisschen umschichten. Ja, jetzt geht's. Definitiv eine neue Rumpelkammer einrichten demnächst. Aber gut, schauen wir uns weiter nach Secrets um. Ist ja schließlich eine Waffenkammer. Also, wir haben einen Brass Key, der wäre hierfür. Wir haben aber keinen Eisenschlüssel hierfür. Haben wir noch einen Goldschlüssel? Wir können den Wurfwechsel mal hier lassen. So. Nö, keine anderen Schlüssel. Und die Kräuter können wir stapeln. So. Das heißt, wir laden mal einen Blitzstrahl und einen Feuerball. Und schlafen einfach. Dann machen wir die Tür auf, auch wenn dahinter eigentlich nur so eine Nische war mit irgendeinem Gegenstand drin. Sah ein bisschen aus wie ein Pfeil. Aber vielleicht ist ja noch ein Knopf für die andere Tür. Oder für einen Bereich, wo wir den Schlüssel finden für die Tür. Das wäre schon mal schick. Weil zu den Dinos wollte ich nicht ganz so schnell wie jetzt. Irgendwas, was uns wesentlich mächtiger machen könnte, wäre da ganz praktisch. Also wir könnten die Fighters Challenge versuchen, um da noch an was ranzukommen. Und warum hast du eigentlich das Blitzschwert in der Hand? Da, da war doch was, ne? Cutlass, der kann weg. Dismantler ist besser als ein Cutlass. ja. Also ja, Fighters Challenge könnten wir machen und wir könnten immer noch nach dem Schleimraum suchen. Der Macher des Mods hat ja gesagt, dass er das eigentlich so beibehalten hat von der Struktur her. Weil dass die Karte hier akkurat ist, er hat da nichts gedreht oder so. Na gut, zack. Fireblade, noch eine. Haben wir jetzt auch zwei von. Kein Knopf. Okay.
So, und da Eisenschlüssel. Sind wir alle Wände hier abgegangen? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Den hatten wir gedrückt. Der machte da hinten genau das zu. Okay, wieder auf. Hier drin war nix. Hier drin ist auch nix. Die Nischen. Ah, ich habe nicht darauf geachtet, ob die alle voll waren. Vielleicht war ja so eine leer und da hätte man was reinlegen müssen. Ringmail. Testen wir mal. Kein Klick, kein Stein auf Stein. Kein Klick, kein Stein auf Stein. Kein Klick, kein Stein auf Stein. Die hier hinten und die da hinten können wir ignorieren. Das waren ja Secrets, da wird auf jeden Fall was drin gelegen haben. Da haben wir schon. Nö. Also werden wir irgendwo einen Eisenschlüssel finden und dann hierher zurückkommen müssen. Und jetzt haben wir echt nur die Dinos. Ich will keine Dinos töten. Jedenfalls nicht so schnell. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Raum nochmal an. Also, ein Viererraum. Ich stelle das mal ganz kurz hier mit Gegenständen nach. Das ist der Viererraum. Eine Abzweigung unten rechts. Dann geht es nach unten. So. So. Mehr habe ich keinen Platz. Okay. Wonach sieht es am ehesten aus? Wie ein Hund. Da ist ein Kopf, da ist der Rücken, da sind die Beine. Okay, wir suchen jetzt auf der Karte einen Hund. Ab Ebene 3. Ich sehe keine Struktur, die einem Hund ähnelt. Hier sind viel zu viele Ents, als dass ich einen Hund finden könnte. Wir sollten vielleicht irgendwann mal in die vierte Ebene zurückgehen. Also die können weg, Beastgarden und so weiter. Ein Zahnradschlüssel. Komische Schalter, die nichts machen. Die Schnörkeltür können wir wegmachen. Den Schalter haben wir noch nicht erreicht. Der ist bestimmt für die Tür da oder so. Da waren wir auch noch nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Sehen wir jetzt irgendwo eine Struktur, die einem Hund ähnelt? Oh, das da. Fast, ne? Aber nur fast. Nö. Okay, 5. Nö. Nö. Das Problem ist, ich hatte auch schon mal geguckt und nichts gefunden. Warum ist da eine Tür? Also es ist definitiv gut, dass ich mir die ganzen Karten jetzt nochmal angucke. Wir haben hier echt viel ausgelassen, weil ich halt immer weiterkommen wollte und nicht längere Zeit mich mit einer Sache beschäftigen. Das rächt sich jetzt gerade, weil die Dinos sind ja doch schon ganz schön happig. Aber nee, auch hier keine hundeartige Struktur. 6. Wir sind jetzt gerade auf Ebene 9. Ja, 6 müsste auch noch okay sein und 7. Was haben wir hier? Test 1 falsch. Ah, genau. Wenn sie in Halls of Fire wäre, das wäre natürlich der Überbringer. Weil ich die Hallen gar nicht mag. Aber nee. Sehe auch hier keine Hundestruktur. Also wir könnten jetzt einfach ganz nach oben laufen und noch ein paar alte Rätsel machen. Oder wir probieren es noch einmal bei den Dinos. Und wenn es dann nicht klappt, dann machen wir auf jeden Fall was oben. Weil so finde ich auf Anhieb hier jetzt nichts. Oh. Okay, das klingt nach einem Plan. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Dinos, gucken, ob wir die Schritt für Schritt umbringen können. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann laufe ich einfach nach oben, mache da ein paar Rätsel mit euch zusammen. Und guck irgendwann mal off-camera die Karten in Ruhe durch und versuche halt die Struktur hier zu finden. Aber gut, zu den Dinos. Wie genau funktionieren die Dreher jetzt?
Das sind keine normalen Dreher. Die verändern auch irgendwie hier die Wände. Und zwar hier. Dreher. So. Genau, die Wand wird zugemacht. Hier unten wird es aufgemacht. Und da wird was aufgemacht. Dann drehen wir uns um. Geht da lang. Da haben wir eine Sackgasse mit einem Schalter. Wir sollten auf jeden Fall schon mal die Feuerbälle so bereit machen. Jetzt kommt wieder ein Dreher. Falsche Richtung. Mist. Okay, das war jetzt die... Jetzt ist es richtig, okay. Nein. Da sind zu viele Dreher drin. So. Ja, jetzt ist es richtig. Geschafft. Ja. Temple Grounds. Übertreter werden zu Tode gehetzt. Durch blaue Dinos. Achso, die Wackel können wir jetzt ja gebrauchen. Auch wenn die wieder was wiegen. Ja. Du wurdest gewarnt. Mhm. So, ein Dino hätte ich jetzt gerne. Ich höre ein Dino. Ich habe gerade einen Dino-Schwanz gesehen. Da kommt er. Komm zurück. So, jetzt hätte ich gerne nur dich und keinen von deiner Kumpels. So, du trinkst einen Heiltrank. Gleich kommt ein Dreher, das wird nicht schön. Und er ist tot. Okay, wir haben zwei umgebracht. Wir machen die Tür zu und wir schlafen. Dann bringen wir wieder ein, zwei um. Gehen zurück, machen die Tür zu und schlafen. Und das wiederholen wir so 2, 3, 4, 5 Mal. Und gehen jedes Mal ein Schrittchen weiter als letztes Mal. Und wenn dann immer wieder neue kommen, dann ist definitiv ein Respawn da. Und ich finde es ein wenig frustrierend, dass es der dritte Playthrough ist und ich immer noch nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Aber na gut. Muss ich mit leben. So. Feuerball ist vorbereitet, Blitzschlag vorbereitet. Dann speichere ich jetzt mal ab. Und wir sehen uns gleich wieder.